Hallo meine Damen und Herren, willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Wir wollen eigentlich in den Nether, um einmal Ancient Debris haben, aber auch um ganz andere coole Sachen wie XP wieder zu kriegen, damit ich mir endlich eine Glücksspitze. Zack. Ja. Wieder. So. Gut, dann haben wir schon mal ein paar Spitzhacke hier, I guess. Gedöns hier. Der könnte ziemlich wichtig sein. Ich auch nicht. Oder. Genug Essen ist auf jeden Fall wichtig. Gold könnte auf jeden Fall wichtig sein. Groß, scheißegal. Hier ist scheißegal. Dann gehen wir, glaube ich, einfach mal kurz in Nether. Falls ihr den MLG aus der letzten Folge verpasst habt, müsst ihr euch definitiv geben. Ich glaube, nur wegen dem MLG geht das Projekt noch weiter. Insgesamt, glaube ich, safe gestorben. Okay, versuche ich mir erstmal die Koordinaten hier wieder speichern. So, ein Plan wäre es jetzt eventuell. Ein Plan wäre es jetzt von mir eigentlich ein bisschen XP zu kriegen. Also eigentlich so Level 39. Eigentlich schon wieder so mein Ziel. Einfach nur, dass ich viele Versuche habe, die Zacke zu bekommen. Und ja, wird halt eine ganz entspannte Folge. Es sei denn, wir gehen noch ein bisschen tiefer. Aber dafür hätte ich ganz gerne eventuell eine bessere Rüstung. Ich hab jetzt auf Glück. Meine Spitzhacke erstmal wieder disenchanted, einfach nur damit ich wieder näher an der W30 bin. Ich glaube, es wäre jetzt auch so verkehrt, wenn ich da einfach jetzt so schnell wie möglich Level 33 farme und einfach zwei Versuche mitnehme. Erstmal eine verzauberte Spitzhacke wieder habe. Egal, ob die jetzt, also solange sie nicht Brutsamkeit hat, ist ja eigentlich alles in Ordnung. Dann kann ich halt weiter XP farmen. Natürlich ein cooles Boden, weil das Holz auch nicht so unnützlich ist. Zumindest von der Optik her. Finde ich, sieht es eigentlich ganz cool aus. Oh lol, da drüben ist aber eine Bestien. Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil die Viecher sind natürlich extrem strong. Gerade wenn ich Hardcore spiele. Ich weiß leider nicht, was es für eine Bestie ist. Ah, könnte auf jeden Fall dann noch erkunden. Ja. Wieder ein Gast. Da habe ich natürlich gar keinen Bock. Mache ich mich erstmal aus. Ich verzauber einfach kurz nochmal meine Spitzhacke. Das ist natürlich. Interessant, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ist hier ein Portal? Bin ich denn so weit weg? Also ich mach das Portal erstmal kaputt. Verstehe ich aber nicht, warum ich da nicht zu meiner Base zurückkomme, weil mein Nether-Portal steht ja da oben.
Sehr, sehr weird. Ein bisschen Wolle könnte jetzt auch nicht fahren. Da oben ist mein Werk. Hä, aber ich denn da unten ein Portal? So weird. Das müsste eigentlich mein Werk sein. Jump'n'Run King und so, man kennt's. Ich wollte eigentlich nur ganz bisschen XP farmen, damit ich den Spitzhütte wieder abzaubern kann, aber da wurde ich ein bisschen gedribbelt. Ja, hier ist ja mein Portal. Komisch. Ja, war noch ein denken so. Das hab ich natürlich auch liegen lassen. Sollte vielleicht die noch nicht nutzt, oder? Aua! Ich jetzt benutzen. Pass auf, ich benutze jetzt erstmal. Ich hoffe, dass ich dann noch zurückkomme. Durch das Portal jetzt, wo ich das andere wieder kaputt gemacht habe. Und unter, also der Wassereimer bringt mir sowieso im Nether nichts, aber mentale Unterstützung ist, glaube ich, richtig gewollt. Ich dachte kurz, dass er mein Portal einfach gebumst hat. Ich bin natürlich ein bisschen fatal, weil ich hier ein Ding habe. Ein Feuerzeug. Müsste ich hoffen. Achso. Sind schon direkt zwei hier. Nicht sauer oder was? Was sonst? Hallo. Den einen mit dem anderen vielleicht? Oh ja, das geht. Easy. Ja, wir könnten natürlich auch versuchen, zu Bestien zu gehen. Warum bist du? Ghast? Wie inflationär werden hier denn Ghasts gespawnt, oder? So 5 pro Chunk, oder? Kann ich nicht. Ah ja. Muss ich erstmal einen ordentlichen Weg runterfinden. Auch nicht so viele Blöcke. Warm ich mir erstmal ein paar Blöcke zusammen vielleicht hat. Nicht runterfallen ist hier ganz wichtig. So. Wir sind schon mal. Aber
könnt hier so rüber. Im Forest. Natürlich auch nicht ganz ungefährlich. Wenn ich in die Lava falle, kann ich im Case immer noch den. OP-Gold dafür essen. Will ich leider nicht. Zumindest nicht die dicken Dinger. Vielleicht mache ich mir auch kurzfristig irgendwie Goldboots. Um die. Ein paar von denen nicht so aggro zu machen. Ja, erstmal. Der Gast mich in Ruhe ist. Schweinchen aus mir da in Ruhe. Wenn es auch noch so ein kleines Pissschweinchen. Freut mich das jetzt wirklich? Und jetzt? Guter Mami. Und dann ist die Mami einfach weg. Wäre zumindest funny. Also für ihn wahrscheinlich, für mich eher nicht so. Weil dann eine Menge Minecraft-Hardcore-Folgen einfach nutzlos geht. Muss auf jeden Fall extrem aufpassen hier. Seht ihr da drüben auf jeden Fall. Mit einem komme ich vielleicht noch klar. Das sind aber viele. Da sind wirklich viele. Also wenn ich mich vielleicht hochstecke, kein Gast auf mich schießt, kann ich eventuell komme ich immer noch nicht zu den Kisten, ne? Bitte einen Aufgang auf jeden Fall zu machen. Damit ich Justin. Will ich schon gappen? Ich hab ein bisschen Schiss. Die Dinger echt nicht strong sind. Hat leider einen von denen. Beste Zeichen für mich ist. Okay. Haben wir auch noch einen Aufgang? Hier überall steppen. Okay. Zwei. Will nicht austesten, was passiert, wenn ich einen Hit von denen kriege. Einer ist schon mal down. Okay. Nice. Okay.
Ancient Debris. Würde ich auf jeden Fall mit Ideen. Eisenblöcke sind natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, ich erst mal ein Bett weg. So, dann sind hier drüben noch welche, wa? Wahnsinn. Wenn ich die von hier vielleicht töten könnte, ja gar nicht so schlecht. Den habe ich schon mal. Hey. Crying Obsidian. Und wir mal mit, einfach nur fürs Achievement. Okay, hier ist noch ein normales Ancient Debris. Okay. Ist schon mal nicht schlecht. Hier da unten sind noch zwei Goldblöcke. Würde ich versuchen, nicht so langsam vorzukämpfen. Holy fuck. Alter. Okay. Die sind vielleicht ein bisschen stärker als ich dachte. Heute. Noch welche? Hier links irgendwo rein. Hier ist so ein kleiner. Habe ich schon mal? Würde da schon gern rüber. Aber zum einen bin ich, wenn die mich beide halt fokussen, habe ich vielleicht. Okay. Mal rüber. So ran. Ich hab das Gefühl, ich durfte das Schild einfach nicht nutzen, nachdem er mich mit Axt killt, oder? Ich hab natürlich keine Ahnung von dieser Minecraft-Version. Unten ist noch ein Goldblock. Da ist noch eine Kiste. Dann gehe ich mal vielleicht zur Kiste. Hier ist ein Magma-Creme. Muss echt vorsichtig sein. Wenn nicht zu viele auf einmal spotten und dann. Habe ich nämlich ein viel größeres Problem. Okay, da unten. Das sind halt super viele. Diablöcke. Ich. Die würden natürlich schmecken, meine ich. Ich glaube, ich gehe da erst nächste Folge runter. Dann beende ich jetzt aber die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Haut rein und.